Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein Youngblood. Wieder mit Lord Demon. Hallo. So, ich hätte gesagt, wir gucken mal, hier oben drauf gibt es bestimmt auch noch was. Da. Ja, guck mal, das wäre die nächste. Das war die nächste Kiste bei den Megatöne. Das ist. Das ist, wird bei mir sogar angezeigt. Das ist 1, 2, 3, 4. Ah, okay. 1, 2, 3. Ah, stimmt, bei mir auch. Yay! Hier ist noch ein Collectible Idle Hindernis. Mhm. Was steht hier? Der Auszug, gesucht. Juju. Genau, das war ja hier. Scheinbar wissen sie auch gar nicht, wie sie aussieht. Nur den Nickname. Hier unsere Kontaktperson. Hm. Ist hier nicht eigentlich Shishi? Ich dachte Juju, hätte sie gesagt. So geht's schneller auf. Aber Munitionsverschwendung. Wir haben doch nicht genug davon. Warte, ich nehme die dicke doch mit. Zack. Da habe ich noch 24 Schuss drauf. Bin dann zwar halt langsam wie Sau, aber. Siehst du wieder unnötig das Let's Play in die Länge? Ja, okay. Ich wechsle lieber. Ich muss warten, bis ich das dann. Okay, da sind wir beide. Also, das ist ja kein Akt. Ja, Leben brauchen wir tatsächlich immer noch nicht. Nee. Also. Schlagen uns ganz gut bisher. Oh. Ja, wie gesagt, es wird Zeit, dass ich nochmal Punkte kriege, dass ich das zweite mitnehmen kann. Mhm. So, dann machen wir hier mal auf. Open the door. Granate sieht gut aus mit 3. Messer sieht gut aus mit 3. Genau. Alles ausgemaxt. Au, au, au. Recht. Nicht mehr. Ja, ja, mal da nicht so rum. Quatsch, geh mal raus. Yay, Level 9. Sanitäter. In einem Bäumchensteckel, das geht hier wohl gar nicht. Da ist so ein Baumkuschler. Ne, bestimmt. Hier ist noch ein Collectible Item. Ja, man, Fischer's Note. Jawohl. Oh, Croissant. Nom nom nom. Ja, mal wieder. Ein schönes Laugencroissant. Oh ja. Jetzt krieg ich Hunger. Schlimm. Ganz schlimm. Ja. Haben wir noch hier irgendwas im Regal drin? Aber das war ja schon gemein, dass es die Brunner gefallen ist und voll auf dem anderen auf den Kopf. Ja, passiert. Hätte er jetzt einen Helm getragen? Wäre das nicht passiert. Eben. Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Hm. Akt des Auszugs. Ja. Sehr gut. So, müssen wir hier runter, oder? Sieht einfach Brot im... Im Kinderwagen liegt einfach so Brot drin. Hm. Ja, muss halt Prioritäten setzen. Ja. Mag Kinder, ich könnte halt nur kein ganzes auf einmal essen. Stimmt. Und nicht ohne Soße. Genau. Was haben wir denn hier? Metro Map. Ich dann jetzt Schnellreise oder sowas. Hier ist noch was zum Lesen. Winkler, den gibt's doch mittlerweile gar nicht mehr. Den haben wir doch schon platt gehauen. Ja, eigentlich schon. Keine Zeit zum Kochen, kein Problem. Blitzhitze 480. Mikrowelle. Wo? Ah, da Poster. Blitzhitze, ja. Sofortiger Genuss. Natürlich Würstchen mit Kartoffel und Sauerkraut. Ja. So, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich hier Schnellreise machen. Bei mir steht Metro unavailable. Katakombs steht bei mir hier zum Anwählen. Ah, jetzt use Metro. Ah, genau, okay. Das kann nur einer von uns beide machen. Accept traveling.
Ja, dann accepten wir mal halt. Hauen wir mal rein. Hau mal drauf. Na, Ladebalg auf Doom? Geht. Außerdem ist es nicht Doom, sondern Wolfenstein. Stimmt schon. Oh, shoot. Okay. A treat for you. Oh my god. The wine is excellent avec le chocolat. Cigarette? No, 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 no. You should pull it down into your lungs like this. Now you. If it wasn't for the war, you beautiful girls could be having the time of your life. You should indulge in every moment. Ladies. I decrypted fragments of stolen Nazi intel on the computer. Witness reports from Nazis who survived the encounter with Captain Blazkowicz. Piecing together the fragmented information, I deduced that he was looking for a place called Lab X. That's where he must be then. Let's go! Hold on, Jess. Only a privileged few know where Lab X is. Sit down, asswipe. Shove it. You know German. We know enough. Abby. We intercepted a transmission with General Lothar Brandt. Listen. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. That's what we got. May I have? General Lothar built the brothers to subdue and control Paris. An Uber-Commandant in each tower guards the keys to the main computers. If we take control over them, we can unlock the entrance to Lab X and find your father. Break into the towers, kill the Uber-Commandant, steal their keys, open the main computers, and Bob's your uncle. My uncle's name was Uber, and he was killed by the Nazis. Oh, I'm sorry. That's an expression Arthur and Kenneth used. I was only joking. Of course, I know the expression about Uncle Bob. Well, it's for me. Thank you. Soph, I fear the brothers may be out of your depth. You have to train before you even dare to approach the towers. Good luck. And let me know if you need any more cigarettes. Okay, girls? Du bon travail, Abby. Such a cool dame. Do you think we're missing something? Like what? Like the snake in the grass. Can't you just enjoy life for a second, Jess? Ja, ja. Ich habe gerade so die Eindruck, dass halt hier der Stumme so ein bisschen Max Hass, das Max Hass Äquivalent ist. Ja, hab ich auch. Yeah, sure thing, sis. Bonjour. Oh, hi. Aber er ist auch irgendwie sehr seltsamer Typ. Ja. Oh nein, oder? Hast du mal kurz Zeit, komm mal rüber. Stell dich mal hier vorne dran. Dieter Hans. Honored to fight by your ja, side. Und du kannst das spielen. Ja, ja, genau. Und das ist das Original Wolfenstein von früher. Ja, ja. Warte mal. Ah ja, mit VSAT. Da bin ich mal gespannt, ob die jetzt hier die Nazi-Symbolik drin haben. Ja, das hat sie in den anderen Teilen ja auch immer drin gehabt. Genau. Auch mit beide Expedition-Dinge.
Ach Gott, wie geil. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, das Anfangslevel ist auch anders als normal. Ja, das stimmt. Jeder hat's gespielt irgendwie. Ja, ich tatsächlich aber auch erst sehr viel später. Oh ne, ich habe das sogar in meiner Schulzeit gespielt, weil wir, wo wir damals in den Computerraum durften, das darf ich eigentlich gar keinem erzählen. Ja. War das erste Diskette rausgeholt, zack, Wolfenstein, oh der Hund. Ja, bei uns war das dann damals beim Informatikunterricht, da ich glaube Need for Speed Underground 2 war da gerade rausgekommen. Und dann haben wir dann einfach von zu Hause, also wir hatten da so ein paar etwas leistungsfähige Computer und dann sind dann wir, die halt mal nachher was gemacht haben. Wir durften an die leistungsfähigen Computer und haben das dann halt da draufgepackt. Irgendwann haben wir dann halt, Unterricht war halt bei uns, wir haben also 2 Wochen, bevor wir eine Arbeit geschrieben haben, dass wir irgendwas in der Arbeit machen konnten. Der Rest war so, ja, macht, was ihr wollt. Und irgendwann haben wir dann unseren Lehrern auch mal dabei ertappt, wie er dann da rumsaß und aber überhaupt nicht damit zurechtgekommen ist. Und hat dann auch ganz schnell versucht, per Alt-Tab da rauszukommen, als wir in den Raum gegangen sind. Aber dann hat er gemeint, ja, er hat es mal versucht. Und der ist halt überall gegen die Mauer gefahren und so, der ist halt mit der Steuerung überhaupt nicht klargekommen. War aber sehr witzig. Ja, wenn sie es versuchen, wenn sie sich nicht so dem Ganzen verschließen, das finde ich immer sehr witzig. Ah, nee, der war, also das war halt sowieso auch relativ. Wir haben halt dann nachmittags halt, wenn die Schule um war, haben wir dann irgendwie noch Kabel gelegt und so Zeug und Computer eingerichtet. Deswegen haben wir dann so ein paar Privilegien gehabt im Unterricht. Aber hier sind tatsächlich nirgendwo Plakate mit Hakenkreuz. Wir haben das vorsorglich schon direkt rausgenommen. Wahrscheinlich. Ja. Also ich spiele jetzt auch bei dem Spiel drin. Aber das ist mal, wie lange ich noch durchhalte. Aber das ist doch einfach. Ja. Die Musik ist, glaube ich, original, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, die Musik ist original. Sag aber nicht mehr mein Leben bei mir. Nee, das machen sie nicht. Oh, mein Leben. Das haben sie mir gemacht. Aber das erste Level ist schon heftig jetzt. Von der Größe her. Stimmt. Ich hab dann auch bei dem beim Original, ich hab echt lange gebraucht, bis ich dann mal rausfinden, dass die halt dann Schutzstaffel sagen. Also dieses Schuhscharfe, wo ich dann auch immer so, hä, was soll das jetzt heißen? Immer so, ah, Schutzstaffel, alles klar. Hier war ich doch überall schon. Ich hätte gerne eine Minimap. Ja, das ist so Luxus von früher, genau. Wenn man nicht hatte. Ah, ich kann aber sprinten. Kill-Ratio 100%, Secrets nur 40 gefunden und Treasure 60. Okay, dann gucke ich, ob ich hier irgendwo noch den Ausgang finde. So, das ist nett. Wie komme ich jetzt hier raus? Normalerweise Escape, ne, wäre ich raus, aber das geht hier ja nicht. Ah, mit STRG kommst du raus. Ja. Ja, ich glaube, ich lasse dann. Was machen? Ja, wir wollen ja das große Spiel. Aber hier Atari-Verschnitt. I used to run a nightclub here in Paris, before the Gestapo shut it down. My friends Anaïs and Roxanne used to work there too. Was für ein Typ. How's it going? Hey, y'all. Ah, hier ist wieder so viel zu erkunden. Ja, ja. Der Hammer. Aber die haben keine Kohle, die lassen kein Geld rumliegen. Hier ist noch ein Collectible Item. Hier unten bei der Kein Problem. Mr. Ghost! Good food! Adorable to the max! I thought I'd die from a cuteness overload. Oh, hier liegt noch eins, also. Ja, das war aber auch bei Dead Island und Dying Light so gewesen. Hat dann auch der eine, wie hat immer die ganzen Collectibles gefunden. Oh, ja, cool, dass die Sonnenbrille aufgezogen haben. Mhm. Erste Hilfe-Kaste hier unten noch.
Also hier, wenn ah ja, die Pep-Signals. Ist auch noch ein Collectible. Ach, und Mission gibt's wohl auch, wie das hier aussieht. Ich sehe ein paar Ausrufezeichen. Also hier hin hat die Buch. I grew up in Strasbourg. You speak great city. So, hallo Buch. Alter, das sieht schon unheimlich aus, die Katakombe. Mhm. Meinst du das Collectible mit Buch oder war sonst irgendwo noch Sonnenbrille gewesen? Nein, Buch. Aber du kannst wahrscheinlich geile Partys hier unten feiern. Das ist auf jeden Fall. Da gibt es auch ein Boot ohne. Ja, ja genau, hier die Computer. An das New Colossus mit dem Boot. Howdy. Neue Wahrheit. Liegt hier rum. Hier liegt auch nur eine Kassette rum. Hm. Ist gar nicht mehr nach. Wo kommst du erst denn nach bei dem ganzen Kram? Ah, hier, das Ding ist aus New Order. Mhm. Was der Dings gefunden hatte. Und da ist auch die Katze, die kleine. Ah ja. Red Monkey. Nee, ist ein Dings. Katzenaffe. Ja. Abby hat ihren Spaß, wie mir scheint. Die hat sie auf jeden Fall. Alter, das ist so weitläufig, so viel Kram. Ja. Und jetzt auf dem Schießstand. Das ist der Cyberpilot. Ein Stück größer. Ich glaube, hier kriegen wir auch demnächst wieder Schießstand. Mhm. So wie das aussieht. Hier ist Munition. Aber ja, in dem Fall, ich finde es nämlich auch ganz gut. Ich habe ja die Wolfenstein, also die neuen Wolfenstein-Teile halt die deutschen Versionen gemacht, weil mir das dann auch, da war ja auch ein Region-Lock drauf, das war mir dann auch ein bisschen zu stressig alles gewesen. Ich meine, komm, solange sie vom Gewaltgrad ungeschnitten sind, passt das für mich einigermaßen. Aber dann habe ich halt im Nachhinein, habe ich mir nochmal die, habe ich mir das nochmal als Let's Play angeschaut. Es ist halt doch schon deutlich atmosphärischer mit den Nazis. Ich meine, die Synchronisation und so ist gut, da gibt es natürlich nichts zu meckern, aber es ist halt, ja, es geht halt doch was an der Atmosphäre verloren. Ich muss halt immer sagen, mich nervt halt immer, wenn sie auffangen, Spiele zu beschneiden. Ja, ja genau, deswegen versuche ich das halt eben auch zu umgehen, soweit es irgendwie geht. Also hier hätte ich die erste Quest. Ich komme mal zu Spielen. Irgendwas zum, ne, ich habe glaube ich auch nichts mehr zum Dekodieren. Ja, hier wäre auch noch eine, glaube ich. Ah, nee, die ist unten drunter. Ist unten drin. Ja, die sind so tiefe. Halt. Dann gehe ich mal gerade mit dir mit. What's up? Halt schauen. Oh, noch ein Buch? Nee, Kassette. I am ill to kill Little Berlin. We have information that they are going to brainwash her and turn her into a Nazi propaganda robot. Allez, we can't let those bastards do this. Salut. Wenn ihr meint. Mhm. Was sie alles immer wollen. Ja. Also so Schädel wie Donald liegt, würde ich mal an die Wand hängen daheim. Warte mal. Also du bist gerade woanders. Oh, da war noch Zeug zum Einsammeln. Hier. Hm? So, hier. Also hier unten müsste immer noch Sinn, aber da geht es nicht runter. Ich glaube, wir müssen ins Tiefer springen. Wahrscheinlich. Ah, hier ist noch eine Brille. Ah, supi. Habe ich auch mal eine gefunden. Yay! So, alles klar. Ich habe jetzt meinen Part für dieses Let's Play getan, das kannst du jetzt wieder suchen. Ah, ja, jetzt auf Emo. Ich glaube, wir können hier runter springen, oder? Hm? Ah, hier kriegen wir die Karte und hier haben wir das, was wir gemeint hatten. Can you help me? Oh, Level 12. Oh, we have a big problem on our hands. The Nazis are trying to poison our water supply and clean air using large machines. Many are already getting sick from the poison. Find the machines in the underground beneath Victory Boulevard. Vous savez où ça se trouve? And destroy them.
before we all die. D'accord? Ah, ja. Na, guck mal, da hinten ist dort Weinkeller anscheinend. Ah ja, sehr gut. Direkt mal reinlegen. Ja, frei. Na, guck mal, hier ist nochmal die ganze Karte, wo was ist, mit Auf- und Abgang. Auch nicht schlecht. Ja. Direkt mal auswendig lernen, dann passt das auch. Ich glaube, guck mal, Indiana Jones. Ja, der Hut passt nicht ganz. Ja, kommt aber gut hin. That's a lot of skulls, man. Yeah, kind of cozy, don't you think? So, was haben wir hier? Hell no. Hier haben wir noch eine Quest. Hm? Ja, genau, dann können wir die noch annehmen und dann ist es auch schon wieder an der Zeit. It's very important. After General Lothar was gone from power, das Phantom der Oper. We managed to set up a secret resistance outpost near Political Detention Area 4. It has fallen silent recently. Your sisters, please go there. Investigate reason of silence. Пожалуйста. Я прошу вас. Das ist aber okay, Franzos. Ja. Können wir hier ins Wasser überhaupt? Ja. So. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.